Komm. Stopp. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, was geht ab, Alter? Herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog hier aus dem Headquarter. Mit dem letzten Tag im Headquarter. Denn ab übermorgen werde ich nicht mehr gesucht. Heute heißt es noch verstecken, morgen heißt es noch verstecken. Und das werden wir nicht an unserem Hideout machen, sondern an unserer Location, kann ich jetzt eh schon sagen, am Bergsee. Ja, ich sag lieber, ja, in Kärnten, komm, das sag ich auch mal. Wir sind jetzt schon dabei, alles hier abzubauen. Unser komplettes Headquarter ist jetzt hier. Die letzten Stücke, die wir morgen dann noch abholen. Da sind die ersten Dinge, die wir brauchen für das Shooting. Ja, wir haben da zum einen einen Kleiderschrank, und die Magnetboxen, Baumwolle, mein Reisegepäck für 2 Tage. Und da ist der Markus fest am Bügel. Markus, wir hoffen wieder Tag, oder? Komplett leiwand. Da wird alles nochmal gebügelt natürlich, Leute, damit das keine Falten hat, weil auch das hatten wir schon mal, dieses Problem beim ersten Shooting von MER. Man lernt aus seinen Fehlern. Und dort haben wir keinen Strom. Wir schlafen nicht auf der Berghütte, sondern ich habe extra jetzt nochmal eine Location checken müssen. Und mein Model, ein weiteres Model, hat mir einfach kurzfristig abgesagt. Eins wird krank, ein anderes hat einen Vorfall in der Familie. Schon langsam weiß ich nicht, was da los ist. Aber Gott sei Dank ein weiteres Model. Also an hübschen Mädels geht es uns nie aus. Das ist nicht das Problem. Ja. Aber alles noch in Kürze der Zeit gecheckt und jetzt alles ins Auto. Videografen abholen, Live-Fahrzeug abholen. Markus, das leckst du das Bügel. Oh, jetzt leckst du nämlich wirklich. Ich konnte eh wieder draufstecken. Wir wollten eigentlich noch so eine Roomtour machen, auf Castle Media angelehnt. Aber das wird sich leider nicht mehr ausgehen. Aber das machen wir, wenn wir wieder mal da sind. Und ja, Videografen abholen. Warum ist der Fokus nicht im Arsch? Live-Fahrzeug. Fahrzeug abholen und dann geht's ab nach Kärnten. Ich habe gestern nochmal eine Nachverhandlung gehabt mit meinem Videografen bezüglich des Preises von Produktion für MM Tabula Rasa, für Videotrailer und Fotos. Ich werde jetzt natürlich keine Summe sagen, aber was hast du gerade gesagt, Markus? Das ist teurer als das Auto, mit dem ich daherkomme. Gemein. So viel habe ich noch nie für irgendeine Videoproduktion bezahlt. Das ist abnormal, aber gut Ding kostet Geld. Für Qualität bezahlen, dafür stehen wir, oder? Aber nachverhandelt habe ich trotzdem wieder größer, könnt ihr mir glauben. Und das 1500 Euro Model habe ich mir auch gespart, weil ich anders habe. Schillig. Ja, ruhig, nehmen wir. Meine Trinkgefahr. So, Headquote erledigt. Barbara, danke schön, gell? Wir düsen. Danke dir, bis morgen. Ja. So, okay, Freunde, jetzt geht's los. Nochmal einmal gleich auf die Baustelle. So, folgender Plan: Wir holen zuerst das Mietauto. Der ist jetzt neu, den kennst du auch noch nicht. Wir holen zuerst das Mietauto, dann machen wir einen Fahrerwechsel. Das heißt, du fährst mit dem BMW X1, ich fahr mit dem. Okay. Du holst die Videografen ab, weil der hat mir die Adresse geschickt in WhatsApp, Alter. Und ich hol das Model. Okay. Herzlich fein, let's go. Passt. So, jetzt holen wir mal das Heißel. Gut Spaß, gehen wir mit, oder? Sicher. Hallo, morgen. Ja, du siehst da. Morgen. Wir haben. Sind Sie verantwortlich? Sind Sie verantwortlich? Ah, super. vielleicht sind wir falsch, aber ich habe ein X1 gemietet. Andere Seite ist wieder. Gerade und links, ja. Gerade und links. So, Schutzmasken. Was? Jawohl. Morgen. 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 Weißt du, was ich habe ab 36 ein X1 oder ähnliches gemietet. Ich würde eine Fassung machen. Du darfst dich heimlich am Arsch gegangen. Oh mein Gott, wie anstrengend war das. Okay. Einfach bitte zack, Auto her und fertig. Aber die will mir irgendwas andrehen, verkaufen und dann. Und der Urschel lächelt auch noch. Wirklich. Und es erklärt so, dass kein Mensch versteht. War ich als einziger so verwirrt da drin? Und wo hole ich jetzt mein Auto ab? Ja, rechts ums Eck, irgendwo da. Ja, da ist ja keiner. Alter, nein. Da hätte ich gleich zusperren können. Ich habe alles offen lassen bei mir. Alter, die war anstrengend. Die war richtig. Was wolltest du noch einmal stehen? Ja, das ist Versicherung, Tank. Nee. Erste Hügelversicherung. Ich werde nicht auffahren. So, gib her, Auto und fahren wir. Da ist er eh, der Weiße, oder? Das ist er? Ist er ein 5er, oder? Da, wie gesagt, der Neuer. Der Kombi, passt der was rein? Dann können wir nochmal Sachen reingehen. Das ist chillig. Ja, fahren wir nach vorne. Jawohl. Das ist ein Scheißdreck, Alter. Der ist nicht so lang, wie meine. Achso, und das ist ein Neuer? Schaut gar nicht so aus, oder? Geschmeidiger. Geschmeidiger also. Als was? Geschmeidiger als was? Beruhig dich. Aber ich sitze viel zu hoch, Alter. Jetzt lasse ich mich mal in den. So, zack. Nehme ich noch meinen Almdud Lamate und du holst jetzt den Chirisi ab, gell? Jawohl. Passt. 4 Stunden Autofahrt, wir sind jetzt endlich am Berg angekommen. Daneben schauen uns schon die Mukulis an von links. Na sicher, servus. Grüß euch. Schaut dir so deppert. Ein Wiener bei uns, ja, das sind was wären hier. Und rechts haben wir die Gina. Grüß Gott. Servus. Hoppala. Oh, chillig. Chillig. Aber der Weg, oha, den haben wir komplett unterschätzt. Der Markus ist relativ weit hinten mit meinem Auto. Ich fahre mit dem Leihauto, weil es ja nur auf mich angemeldet ist. Und wir haben den Weg echt ein bisschen unterschätzt. Das ist ja auch kein Allrad. Meiner ist zwar ein Allrad, hat aber keine Winterreifen oben. Und da sind nur Löcher in der Straße. Das ist absolute Katastrophe. Wir fahren jetzt noch 10 Kilometer rauf. Aber ja, jetzt bewegst dich, ha? Na sicher, Kollege. Oh, wir müssen jetzt einfach da durch diesen Bach fahren, Leute. Schaut sich das an. Oh mein Gott. Wahnsinn.
Wahnsinn, Leute, schaut euch das mal an. Das haben die alles freigefräst, damit wir da überhaupt drauf fahren können. Scheiße, Alter, hast du das gemacht? Okay, okay, komm, aber rüber. Komm, schick. Komm. Stopp. Rüber. Langsam. Ja, komm. Komm. Und jawohl. Sehr gut. Jawohl. Bist du Depper, Alter. Das ist Hardcore, weil die Schürze so knapp, wirklich. Ja. Leute, schaut, was da herumrennt, so kleine, wie heißen die? Eichhörnchen. Das sind keine Eichhörnchen, das sind Biber oder sowas. Echt? Ja, so. Ist das sicher? Ja, schau, hoppel. Ja, Willi, da schau, was ist da? Wahnsinn, Leute, schaut euch mal diese Landschaft an, das ist gestört. Aber der Weg darauf, bist du Depper, das ist eine Challenge darauf. Aber die Aussicht, schaut sich das mal an. Sonnenuntergang filmen, dann runterfahren und in der Früh wieder auffahren. Aber wie chaotisch da, also das ist die Straße ist eine Frechheit. Es also ist keine Frechheit, das ist ein Berg. Wir sind auf 2000 Meter, was ja. Willst du dir in den Berg fahren? Die Frechheit ist, was du dir in den Berg vorstellst. Ja, das stimmt. Mit den Straßen. Ja, das stimmt. Du hast echt recht. Ja. Ich hab's mir nicht so wild vorgestellt. Ja, ich habe das beim Telefon versucht zu erklären, aber ich glaube, du hast mir nicht recht geklappt. Nein, der braucht noch ein bisschen anscheinend. Tut leid, weil ich muss oben, ich habe einen Termin unten, gell? Ja. Ich bin morgen, wir können morgen auf 10 Uhr Vormittag aufhören. Ja. Gell? Ja. Perfekt. Jawohl. Tut leid, ich fahre da dahinter. Super, danke dir. Ja, typisch Wiener halt, gell? Typisch Wiener, oh mein Gott. Ach, Ankunft, oh mein Gott, das war die härteste Autofahrt meines Lebens. Ich bin zweimal so richtig aufgesetzt, aber dafür haben wir jetzt diesen Ausblick. Das, Freunde, ist die Location für MM Tabula Rasa. Oh mein Gott, wie krank. Bisschen Dreck um, oder? Ein bisschen. Was ist, ist der kalt oder was? Du, ein bisschen. Bist du deppert, Alter. Das war eine Action was darauf. Was machst du denn, Hubschrauber mit dem Auto da runter? Ja, das wäre gescheit. Aber der See ist noch zugefroren. Bro, mit dem hat er keinen. Max. Was? Machen wir ein Loch rein und die springen rein. Da können sie reingehen. Schau mal, da. Geht sich aus, würde ich sagen. Oh mein Gott. Einfach mit den kurzen Hosen auf Leinwand, oder? Schillig. Ist das vom Bau? Oh. Okay. Ist mal aufgesessen auch? Schau. Nein. War gar nicht an. Das war nichts. Wieso lachst du und schaust du nicht in die Augen? Das war wirklich nichts. Okay. Alter, das war... Er hat sich dumm und deppert gelacht, dass wir mit den zwei Autos da aufgefahren sind. Vor allem meines nicht mal ein Allrad, Alter. Der mit dem Nissan? Ja. Das ist der Hüttenbesitzer. Also mein Plan war ja eigentlich, es wird zu hardcore, da rauf und runter. Wir schlafen doch auf der Hütte ohne Strom. Pablo, vergiss, der Hüttenbesitzer ist weg. Wir müssen sowieso wieder runter. Vergiss. Können wir uns nicht aufmachen? Nein, der ist weg. Der Auto vorbeigefahren ist. Ja, stimmt, der hat fix nicht offen lassen, gell? Jetzt kommt's mir. Oha. Er hat gesagt, der muss zu einem Termin, er kommt morgen erst wieder. Zugesperrt. Ja, dann müsst ihr euch dick anziehen, weil da ist alles zu. Da kommen wir nicht rein. Vergiss. Wo sollen sie sich aber anziehen? Draußen. Machen wir auf Street da. Hurra! Drohne ist schon in der Luft. Desperados sind ausgepackt. Okay. Alle Boys sind ready mit den kurzen Hosen. Hab entspannt. Da sind wir jetzt auch schon. Drohnen-Shot. Krank. Ja, aber turn it over. Ja, wir müssen sie overturnen. Sie wollten mir unbedingt eine Versicherung antragen. Und ich so, ich brauche keine Versicherung. Und jetzt bin ich am Berg, merke, dass ich eine Versicherung unbedingt brauche und kann aber nicht anrufen, weil ich kein Netz habe. Nee. Erste Hüker-Versicherung. Ich werde sie nicht auffahren. Fuck, man. Best life. Leben unsere Models teilweise. Best Life, Alter. Das ist MEM-Shooting, Freunde. Willi, Dr. E, oder? Willi will es wissen. One step for a man, one giant leap for mankind. Next Level Shit fahren wir da auf, Freunde. Schaut sich das mal an. Das ist ein fettes Ding. Cinematic at its best. Das ist eine Challenge. Genau hier vorne. Das ist echt eine Challenge. Das war eine Idee, Max. Da oben. Kameramann ist einfach gerade mit seinem ganzen Schuh da in die Lacke gestiegen. Fuck, vorher lache ich ihn noch raus. Ich bin da gerade in dieses tiefe Loch. Beide Schuhe sind soaking wet und Socken. Ich habe sonst keine Schuhe und Socken mit. Fuck. Schau das an. Die sind komplett durch. Scheiße, ja. Ich bin krank, Alter, am nächsten Mal. Erster Drehtag beendet, alle Aufnahmen im Kasten. Die Models frieren durch, wir sind fertig, wir müssen Gas geben, es wird dunkel und wir müssen den ganzen Weg nochmal runter. Und runter wird nochmal richtig hardcore. Ich hab Angst um mein Schatzi und um das unversicherte Baby da drin. Tag 2 vom MEM Trailer Shooting. Und Freunde, genau das ist der Grund, warum ich niemals aus Österreich ausziehen würde. Schaut sich mal diese Landschaft an. Das ist nicht mehr normal, Freunde. So majestätisch, so elegant, so genial. Wahnsinn.
Da rennen überall die Murmeltiere herum. Ist leider schon wahrscheinlich. So eins müssen wir heute noch einfangen, gell? Murmeltier. Haben wir schon drin und zwar. Passt nass. Da ist eh noch eins, aber das folgt nicht. Ja! Super! Sicher. Naja, du musst dich halt kümmern um die Girls. Zurück in Wien, der Kollege wird immer von der Polizei gesucht und der erste Weg direkt in Foga, na sicher. Und wie abgesprochen mit dem Balenciaga-Shirt, Flex im Foga hat funktioniert, Freunde. Bisschen was gegönnt nach dieser ewig langen Flucht. Ja, Freunde, am Donnerstag geht's weiter mit dem nächsten Trailer, mit dem nächsten Vlog. Bleibt gespannt, was da noch abgeht und Freitag nicht vergessen, um 19 Uhr der offizielle Drop von MM Tabula Rasa. Ich hoffe, der Vlog hat euch gut gefallen, es sind ein paar Insights vom Videodreh. Wenn es so war, lasst auf jeden Fall ein Like da. Abonniert diesen Kanal, seid ihr beim Billionaires Club und wir sehen uns dann am Donnerstag wieder. Das war's von mir, der Reh. Schmeckt es was.